Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Stellaris. Juhu. Es geht weiter im Multiplayer mit dem Anno, der gleich in die Anmod reinfuscht. Juhu. So. Es ist schön, dieses Interface immer wieder auszublenden. Schon ein schönes Spiel. Dieses Stellaris. Joa. Wieso kann ich denn jetzt die einen nicht mit dem anderen zusammenfügen? Kann man das mal jetzt jemand erklären? Ja, das wüsste ich jetzt auch gern. Wieso das nicht geht. Die einen mit dem anderen. Ein Da muss ich die ja doch noch auf Verdeibel. Echt lustig, ey. Denen kann ich den Krieg nicht erklären, weil sie in Untertan sind, anderen schon. Eine neue Ordnung! Pause! Da. Siehst du vor? Dann kann ich Schiffsdesign. Schwer zu lesen. Eine Art Militärorden. Der sich der Bekämpfung der Prähitoren gewidmet hat, ist in der Galaxie aufgetaucht. Sehr schön. Also die Prähitoren waren die, die da alles oben besiedeln und bei uns eingefallen sind, dieser Schwarm. Seine Mitglieder scheinen hauptsächlich aus Enteigneten und Unterdrückern zu bestehen, Flüchtlingen, Kriegsveteranen und anderen, die im Zuge des Angriffs der Plage alles verloren haben. Seitdem haben es ihre behelfsmäßigen Flotten irgendwie geschafft, mehrere das Gefechte nach Rettung, oder? so zusammengedokterte ehemalige Sklaven mit so Papierschiffchen. Seitdem haben es die geschafft, mehrere Gefechte gegen Hunter-Killer-Schwärme der Prähitoren zu gewinnen. Es gibt unbestätigte Gerüchte, Berichte, dass sich in ihren Flotten auch ungewöhnliche Raumschiffe befinden. Aha. Weil dies ist aber ein ungewöhnliches Raumschiff. Was auch immer das jetzt bedeutet. Okay, ich kann leider nichts anklicken oder so. Können wir weitermachen. Ich kann nur sagen, wer sind diese Leute? Ja, genau. Sag mal, wo kommen sie denn her? Wäre interessant, wo die entstehen. Aber auf der Karte sieht man dabei noch nichts. Oh, hier! Oh. Die Sentinels! Wir sind die Wächter. Unser Orden hat geschworen, den mörderischen Feldzug der Prähitoren um jeden Preis aufzuhalten. Sehr gut, Jungs. Wo andere Reiche zusammenfallen, bleiben wir standhaft. Wo sie ihr Volk der Plage anheimfallen lassen? Okay. Anheimfallen lassen, ja. Echt? So ein bisschen, okay. Ist ein bisschen altdeutsch, finde ich, aber es geht noch. Hab noch nie gehört. Geben wir ihnen die Möglichkeit zurückzukämpfen. Ich bin Großmeister Korghas, der oberste Befehlshaber unseres Ordens. Lass dich nicht von meiner Erscheinung täuschen. Wächter werden aus allen Spezies in der Galaxie rekrutiert, auch aus deinen. Wir bitten nur darum, dass eure Regierung den Kampf gegen die Prähitoren fortsetzt und unsere Wächter bei Möglichkeit unterstützt. Wo liegt eure Basis? Fangen wir das mal zuerst. Wir bauen unsere Hauptstadt jetzt schon seit einiger Zeit im T-LET-System. Gleich mal eingeben. Wie schreibt sich das? T-H-I. T-H-I. Ja. T-LET, hast du es? T-H-E habe ich, aber da kommt nichts bei mir rum. T-H-E-L-E. Also Theodor, Heinrich, Emil, Ludwig. Das ist mitten in deren Territorium. Das ist ja Wahnsinn. Das ist mitten in den Sentinels. Ja. Ebenfalls Antigoni-Gebiet, würde ich sagen. Wie könnt ihr denn zurückkämpfen? Ach, viele Wächter ist das schon ein kleiner Punkt. Haben einen militärischen Hintergrund. Wir sind Überlebende von einem Dutzend Flotten, die gegen die Prätoren kämpften und verloren. Super. Als Wächter haben wir aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir arbeiten schwer daran, sie niemals zu wiederholen. Ich glaube, dass ich auch schon erwähnt habe, dass unsere Rekruten aus allen Spezies in der Galaxie stammen. Ja, ein oder zweimal.
Wir genießen die Unterstützung mehrerer einflussreicher Fraktionen, die nicht wollen, dass ihre Galaxie verschlungen wird. Sie haben unsere Sache, Schiffen und Ressourcen gespendet. Aha. Aha. Kann man vielleicht auch machen. Ansonsten kann man nur fragen, auf Wiedersehen. Oder wo liegt eure Basis? Ich kann hier noch aussehen, wie könnt ihr zurückkämpfen? Ja, das habe ich schon vorgelesen. Achso, okay. Weil du hattest vorhin, wo liegt eure Basis? Okay. Oh, wir können denen... Achso, das ist das. Das ist wir das. Können denen eine Spende anbieten, wenn wir draufklicken. Mach das mal. Ich spende mal 1000 Energiekredits. Ich habe zwar kaum was, aber wenn es geht... Wo kannst du denn da draufklicken? Wenn du die anwählst, noch einmal. Wenn du sagst auf Wiedersehen und dann klickst du das Symbol von denen an und kannst was spenden. Ah, okay. Oh, ich werde mal meine überflüssigen Credits los. Cool. Liebe Freunde, wir bedauern, dass wir eure Spende momentan nicht akzeptieren können. Unsere wachsenden Flotten belasten zusätzlich die Logistik. Okay. Ja, wenn ich will, der hat, ne? Dann halt nicht, dann wär's halt alleine fertig damit. So, jetzt ist die Frage. Wäre es sehr interessant, wie es da aussieht. Ich kann mal ein Forschungsschiff halt da hinschicken. Würde mich sehr interessieren, ob die da wirklich zurechtkommen. Das ist ja sehr klein da. Das ist schon mini. Dezent bis winzig. Ja. So, und müssen wir wahrscheinlich was auflösen. Weiß nicht, ob ich da auf ein Kriegsschiff hinschicken soll. Sollten die Hilfe benötigen. Aber ich kann mich halt nicht durchsetzen mit 12k. Ich glaube, das bringt nichts. Bin mal gespannt, wie es den Sentinels da geht. Go, go, Sentinels. Rangers, ja. Eine neue Ordnung. Ah, Wahnsinn, Arno. Ist für dies noch erleben dürfen? So. Wir haben einen Außenposten. Ja, dann Krieg. Achso, passt. Ja, okay. Ja, das Krieg, ist der, von dem ich weiß. Okay. Krieg. Schwarmangreifer habe ich erforscht. Sehr schön. Jetzt kann ich noch Geißelrakete erforschen. Ich glaube, das ist auch neu. Wollte ja hier hinten noch. Ach so, Moment. Moment? Kommt immer gut im Krieg zu sagen. Moment! Moment, da also war ja ich recht. Da noch nochmal. Das ist jetzt nicht du, da ist. Hoppala. Also. Upsi. Können wir nochmal Frieden? Also, ich werde nicht so weit. Also nochmal auf Angriff, auf Anfang. Kirillianer und Karabnar haben Krieg erklärt. Hast du... Welche Forderungen hast denn du so? Eine einzige. Sie sollen einen Planeten abtreten. Okay. Das ist ja nicht... Boah, die sitzt schon da oben an der Flotte, alter Falter. Okay, das heißt, du hast es quasi geändert, deine Richtlinie. Ja. Das hast du gar nicht erwähnt, oder? Ich glaube, ich habe das letzte Folge ganz kurz... Ich glaube, ich muss da noch was ändern machen, gesagt. Aber okay. Ist aber noch schon alles, also weißt du, das ist... Also hat er eine Kriegsrichtlinie da, Anno, dass er das ihm nicht machen darf, was ihm jetzt minus 15 Zufriedenheit gibt. Aber das ist ihm einfach mal egal. Auf den Karabnar im Sack gehen. Ja, dann am besten da die Außenposten zerstören, oder? Die drei da unten. Ich wollte eigentlich deren Flotte abfangen, aber ich finde die gerade nicht mehr. Die haben eine Flotte? Ach doch, hier, da ist die 3,3. Die hatten eine 5er. Wo sind die hin? Hat sich aufgelöst. Sag mal, was habt ihr gemacht? Construction complete. Naja, aus der Fliege und Gage und so weiter. Haben wir schon gehabt. Das Übliche. Oh, Pause, 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 Pause. Was jetzt? Jetzt? Wo? Bin ich denn?
Wo bin ich denn? Oh, ich bin da in was Dickes reingeflogen. Die sehen mir alles gut. Oh, okay, guck dir mal an. Im Telet-System. Telet. Ja. Ja, siehst du da was? Siehst du da mein Schiffchen? Kannst du es erkennen eigentlich? Ich ja. Okay, und du siehst auch die Flotten von den Gegnern? Das ist alles, was die geschickt haben. 4K, ja. 1K und 1K und es ist gerade locker mal 150K von der Endzeitbedrohung drin. Yep. Das ist die Hilfe. Na geil, ey, wir werden so abkacken. Ich weiß nicht, wenn jetzt nicht sofort ein dimensionales Supertor kommt und Schiff kaputt gegangen oder bist du geflohen? Ich bin geflohen. Okay. Also wenn da jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Dimensionsportal wieder aufgeht und da tausende Helfer reinkommen, dann wird das echt heftig, glaube ich. Da kann man jetzt zuschauen, wie die 150k die Sentinels auseinandernimmt. Also da hilft keine Spende, glaube ich. Keine Spende der Welt hilft da dagegen an. Siehst du es auch gerade? Ne, ich bin bei meinem Kampf beschäftigt. Ach, guck mal zu, wie die Sentinels draufgehen. 150k. Die Rettung der Menschheit. Toll. Tolle Rettung. Krass, ey, 150k allein hier. Da hinten kommen nochmal welche. Nice. Glück bei denen, wa? Mhm. Admiral erlangte Eigenschaft aggressiv. Ah. So. Research complete. Oh, nice. Ach du meine Güte. Du meine Güte. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle hier gerade krieg für. Oh, okay. So. Weitermachen. was macht denn mein Schiff da? Das weiß ich nicht. Ach, weil ich den weil ich den Versammlungspunkt eingesetzt habe, deswegen fliegt gerade jeder irgendwo hin. Die fliegen alle der Flotte nach. Ja, okay. Die Versammlungspunkte sind echt oft dämlich. Na gut. Ja, kriegen wir es hin? Ich würde dann nämlich ganz gern das noch wegballern und das gigantische Skelett untersuchen. Also, liebe Leute, können wir uns beide mal da einfinden? Das wäre sehr nice, danke. Wir haben uns heute hier versammelt. Oh Gott. Ist der schon wieder so weit? Bedrohung einherzuwerden. Wenn es die anderen schon nicht hinkriegen. Gibt's die einen eigentlich noch? Ich hab's irgendwie aus dem Blick verloren. Theoretisch okay. Ja, da oben noch. Theoretisch. Aber ich hab keinen. Ich sehe die nicht mehr. Ich hab keinen Einblick mehr. Wie krass die auf den Sack kriegen. Aber ich glaube, sie kriegen auf den Sack. Das kann man, glaube ich, sagen. Nicht so zu sagen, kann man so sagen. So haben wir jetzt alle. D und D. Oh, der hier, da war was. Hostile fleet engaged. Kann ich den Versammlungspunkt eigentlich auch entfernen, wenn die Flotte sich im Kampf befindet? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ja. Toll. Ja, Narren. So, Forschungsschiffchen. Kannst dich ja schon mal in Position bringen.
Gleich gibt's was da zum Forschen. Wenn ich das überlebe. So, liebe Flotte, wo bist denn du jetzt? Da unten. Ich hoffe, die beschäftigen sich gerade mit den Sentinels, weil dann kann ich da ein bisschen was kaputt machen. Irgendwas springt. Ist das gut? Ja, es ist gut. Ist dies gut? Ist das ein guter Sprung oder ein schlechter Sprung? Wow, wo hast du ihn? Hier geblieben. Situation log updated. Okay. Forschung. Schnell forschen. Construction complete. Construction complete. Gut, vereinigt euch. Incoming transmission. Oh, irgendwer schenkt mir was. Das ist aber nett. Die Genogurian Sovereign. Okay. Na, dann weitermachen. Gesundheit. Also mal ernsthaft, ich habe doch Langstreckenwaffen drin. Da muss man mal irgendwas anderes hier schießen als dieses eine Geschütz. Admiral erlangt Eigenschaft. Flottenlogistiker, okay, gut. Science Ship Under Attack klingt schlecht. Ich muss die nicht zurückziehen, liebes Forschungsschifferl, danke. Das ist genau da reingeflogen, oder was? Ah, dummes Schiff. Dummes Schiff. Dumm. Haben schon dumm gesagt? So dumm, dumm war das Schiff. So dumm. So. Hostile Fleet detected. Und das hier ja auch zum ersten Mal. A Hostile Fleet detected. Also können wir innerhalb dieser Dingsen springen jetzt oder was? Ja. Dies passt schon. Hyperraumrouten, na, ist ein Scheiß. Mach mal lieber was anderes. Ja, wo ist denn jetzt die Flotte? War schon lange. Oh. Du ziehst dich zurück. Da, da, da. 122k, na genau. Mhm, hackt oder was? Oh Gott. Da, 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 da. Oh Mann. Alter, die rücken ja immer weiter. Hallo? 70k. Okay, sie existieren noch. Wollt ihr jetzt eine Spende haben? Ich glaube, das ist zu spät für die Spende. Wir bedauern, dass eure Spende momentan nicht akzeptiert. Ihr Donne für Freststein. Freststein? Nur das Ding kaputt machen, dann diese. Hostile Fleet detected. Kümmern wir uns da vielleicht endlich mal zusammen. Danke, danke, schnell weg. Danke, danke. Bitte, und bitte. Weg. Puh, Alter. Ja. 17k. Ei.
Das ist viel zu gefährlich, da was ich mache. Na, da kommt Freude auf. Das ist zu gefährlich, Arno. Hostile Fleet engaged. Research complete. Hostile Fleet engaged. Habe ich irgendjemanden gesagt, er soll aufhören, Flotten zu bauen? Nein, habe ich nicht. Macht weiter, Sklaven. Lol. Hackt's oder was? Hackt's ruhig. Hängt Spiel gerade? Nö. Okay. Hostile Fleet engaged. Situation log updated. Frieden? Achso, Rontos hat schon wieder irgendwen versklavt. Wahrscheinlich. Das Übliche. Ernsthaft gedacht, die Endzeitbedrohung. Nee, keine Ahnung, bei dir vielleicht irgendwas. Bei dir Frieden herrscht. Nee. Nee. Situation log. Ernsthaft. Frieden bei mir. Bitte. Frieden ist dies. Kann ich den nicht zuordnen? Der kommandiert ein Schiff, wieso kann ich denn das nicht zuordnen? Wie war das nochmal? Wie kann ich den Anführer wechseln? Von einem Schiff? Ich klicke auf Schiff und... selbst anklicken, ja. Ah, okay. Das geht nicht, weil er gerade etwas erforscht. Ah, okay. So funktioniert das Ganze. So holen wir den Schuh draus. Was? Oh je. Nein, 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 jetzt zieht's euch zurück, ihr Deppen! Nicht kämpfen, nicht kämpfen. Oh Gott, die schöne Flotte. Das ist ja auch scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Ich kämpfe wegmache, die fallen an den anderen jetzt. Ja, aber den der näher ist. Aber der Fenloil ist eher einer, den du auch besiegen möchtest, oder? Ja, da mache ich gleich einen Anschlusskrieg drauf. Sag ich doch. So gehe ich nicht rein, ne? Gott, ich habe gerade mit einer 17k Flotte gegen eine 91k Flotte gewonnen. Läuft. Das ist gut, hä? Ah, abhauen! Hau ab! Mit einer 70k! Mit einer 17k. Achso. Gegen eine 91k Flotte. 70k wäre okay. 17 nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden alle sterben. Gibt's jetzt diesen Typen da noch, die Sentinels? Ja, theoretisch ja. Die Sentinels praktisch... auf jeden Fall. Ich hoffe, die anderen gibt's noch. Ne, die Sentinels sind die, die neu gekommen sind. Echt? Ob's die sicher gibt, weiß ich nicht. Oh, Tatsache, okay. Aber die wollen ja auch nichts haben. Wir freuen uns, wir bedauern, dass die DC keine Spenden annehmen. Wir haben gerade einen Finanzprüfer hier im Haus, die sind nicht schlecht. Ich glaube auch. Oh Mann. Die sind, glaube ich, auch. Misserfolg ist einmal super. Daneben. Oh Gott. Was könnt ihr eigentlich, ey? Was können die eigentlich? Oder reparieren. Geht doch. Dahin. So, ich werde da mal einen Versammlungspunkt machen. Der Nachschubflotte. Jo.
Jo. Wie läuft's im Krieg? Ja, links, die Dinger sind schon weg. Und seine gesamte Flotte, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon. Okay, ja, der ist ein bisschen kleiner geworden, der Karabnar. Und dann noch so ein Schatten seiner selbst. So ein kleines Forschungsschiff versucht noch abzuhauen. Das Problem ist, der andere oben rückt halt immer näher und näher und näher. Mm. Guck mal an, wie klein der Antigoni und ich geworden sind. Wir sind so groß, wir sind kleiner als die Erde. Das heißt was. Madasura ist auch schön zersplittert worden. Mhm. Und der hat immer noch Krieg mit dem Adex. Ja. Was geht denn da? Da geht ja auch nichts weiter, oder? Volle keine Granate. Ist das wieder so ein typischer, ich erkläre dir den Krieg, mach aber nichts? Ich. Also echt, das die ist doch echt komisch, der hat doch alles locker mal besiedelt da und besetzt. Die Adex haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Planeten von dem Madasura besetzt. Und wieso tut sich da nichts? Wieso lebt er immer noch und kippt nicht auf? Der müsste doch schon längst alle Kriegspunkte erreicht haben. Keine Ahnung, vielleicht ist der Kriegspunkt absolute Eliminierung. Ist aber auch komisch, dass wir gar nicht mit reingezogen werden in den Krieg. Eigentlich. Theoretisch sind wir Vasall. Ja. Aber genauso wenig dürften wir eigentlich Krieg führen. Irgendwas ist da komisch. Aber finde ich mal nicht gar nicht so schlecht. Nicht, dass wir da noch einen Krieg an der Backe hätten. Mhm. Sieht der Hanno auch so. So. Ressourcenspeicher voll vom Einfluss, nur dass ich das noch einmal erleben kann. Was bringen Gouverneure eigentlich nochmal genau? Bisschen Stabilität und sowas. Weil wenn der jetzt als Eigenschaft hat, Lebensdauer plus 25 Jahre, dann bringt der ja gar nichts, oder? Nee, er selbst nur. Wie meinst du? Ist gerade eingefroren, oder? Ist gerade ewig langsam. Was meinst du jetzt? Er selbst lebt 25 Jahre länger. Ja, aber als hat jetzt normal überhaupt, aus seinem Volk. Ja, er hat jetzt überhaupt eigentlich keinen Boni. Naja, er kann in der Zeit mehr Erfahrung sammeln. Ja. Und andere Eigenschaften und eben halt du sparst dir 25 Jahre lang ihn zu ersetzen mit weiteren Einfluss. Ja, okay, aber was bringt denn dann ein Gouverneur, wenn der keine Fähigkeiten, keine Eigenschaften hat? Nix eigentlich, oder? Ja doch, er bringt doch Zufriedenheit auf den Planeten. Okay. Macht damit Produktionseinflüsse wett und sowas. Okay, arbeitest du damit mit Gouverneuren? Ja, absolut, immer auf jeden Sektor zumindest. Okay, stimmt, ja, Sektor so. Könnte ich mal machen. Aus zweierlei Gründen ist jetzt Folgenende. A, es sind 29 Minuten reichend. B, der Energy Drink fordert seinen Abgang. Und ja, passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Mach's gut, ich muss weg. Tschö. Jetzt läuft's auf jeden Fall. Tschüss. So, bis gleich. Okay, bis gleich.